Hallo, willkommen bei Klaus Grillt, feines Grillbarbecue. Heute machen wir einen Klassiker der Küche, einen falschen Hasen, aber vom Grill. Und wie man das macht, zeige ich gleich. Viel Spaß dabei. Der falsche Hase ist einer der wenigen Haserezepten, die tatsächlich ohne Hase funktionieren. Von daher alle Langohrträger an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch, ihr seid eine Runde weiter. Wer keine Runde weiter ist, das Schwein und Rind, die habe ich nämlich hier in dem Hackfleisch versteckt. Das ist nämlich gemischtes Hackfleisch, so 2 Kilo. Dann habe ich 1 Kilo Quark, das ist der 40%, da brauchen wir einen Quark mit richtig schön viel Fett drin. Hier vorne habe ich so um die 75 Gramm Röstzwiebeln. Daneben sind 120 Gramm Reibekäse und du siehst schon, das, hier Archimedes hätte seine Freude an der Dichte, dass da weniger drin ist als da, also jedenfalls vom Volumen, ja für mich, ihr wisst schon, ihr werdet keine Abhandlung drüber anfallen, aber so ist das Prinzip. Dann habe ich 2 Esslöffel Ketchup da vorne, habe hier ungefähr 25 Gramm Salz, dann nehmen wir 2 große Esslöffel Umami Tsunami, wenn ihr das nicht habt, dann könnt ihr euch Kofu oder nachmischen, macht einfach wie ihr wollt. Und dann habe ich hier noch übrig von meinem Wursten, und zwar die Würzmischung für Thüringer Art Bratwürste. Das Video dazu verlinke ich euch mal hier oben oder unten in der Infobox. Also eine coole Nummer, wie man Bratwürste machen kann, aber ist halt für 10 Kilo groß und manchmal ist ein bisschen was übrig. Und dann nimmt man, weil wir hier 3 Kilo Grundmasse haben, 3 so Beutelchen und ist damit dann auch auf dem richtigen Weg. Dann habe ich hier drüben noch eine Form mit 5 Eiern und wie immer, wenn wir grillen, ein scharfes Messer und ein Brett. Zubereitung ist total easy, also wie im Prinzip alle Zutaten, die wir haben, erstmal zusammen, bis auf den Käse und die Eier. Also Röstzwiebeln und Salz hier schon mal rüber, den Ketchup dazu, natürlich unseren Quark, der macht die Sachen nachher richtig schön saftig. Weil die gibt ja nichts Schlimmeres, als irgendeinen staubigen Hackbraten vor sich zu haben. Genau das wollen wir heute nicht haben. Und warum machst du jetzt den Ketchup da rein? Der gibt nochmal ein bisschen Kraft, finde ich, also so ein bisschen Farbe. Ich finde, so ein bisschen Klatsch Ketchup an so einem Hackbraten schadet einfach nicht. Und finde, das schmeckt ja nicht nach Ketchup, aber du hast jetzt noch mal so ein bisschen, so ein ganz bisschen Ticken Frucht hier drin. Dann können wir gleich unsere Beutel hier aufmachen. Da ist unser Gewürz schon mal die erste Stufe drin. Das riecht gleich ganz hervorragend. Und dann so ungefähr 2 Esslöffel Umami Tsunami. Das ist wirklich ein Teufelszeug. Tatsächlich kurz vor der Unsportlichkeit, funktioniert aber hervorragend. Und dann vermischen wir das halt miteinander. Also denke mal, lösbare Aufgabe für euch, für mich auf jeden Fall. Dann haben wir unser Hack durchgemischt. Also, naja, wir sind jetzt ein falscher Hase ist ein Hackbratenrezept. Wir müssen uns jetzt auch einig sein, dass das eine ganz rudimentäre Küche ist. Was heißt rudimentär? Na, Basis, also ganz einfach. Das ist jetzt also kein, einfach. Eine ganz einfache Küche, ohne dass wir da jetzt hier anfangen, Michelin-Sterne zu gewinnen oder Meisterschaften. Dann ist es so eine Nummer, die kannst du mit deinen Freunden einfach mal am Sonntagnachmittag machen. Oder Sonntag tatsächlich zum Mittagessen, die Familie mit glücklich machen. Also relativ entspannt. Und zwar nehme ich mir jetzt so eine Form hier. Da packe ich immer so ein, na, wie so ein Brotleib unten drin. Siehst du das? Und ich hier so hier. Dann kommen unsere hart gekochten Eier drauf. Sind die schon besonders hart oder hast du die bloß halb gekocht? Die habe ich in einer chinesischen Quelle. Schatz. Ja, das sind 7 Minuten Eier. 7 Minuten, Dankeschön. Bitte, ich helfe gerne. Und dann decken wir das hier mit dem restlichen Brät ab. Und machen das an der Seite so ein bisschen zu, dass man die Eier nicht mehr sieht. Also ich denke, ja, ihr wisst, wie das geht. Oder? Meine Frau fragt mich gerade, wer das wieder essen soll. Und ich gebe mal die Antwort direkt live. Du weißt doch, wie das nachher wieder aussieht. Weil wenn ich mit dem Grill fertig bin, dann sieht es bei mir vom Haus immer aus, als ob hier ein Jugendclub eröffnet hat. Ich weiß nicht, woher die alle wissen, aber Freunde, Verwandtschaft, jeder. Also die aus der Umgebung kommen meistens vorbei und gucken, was denn wieder los war. Heute werde ich die damit überraschen. Ich denke, das wird die so halbwegs zufrieden stimmen im Leben. Da ist der Bursche und der geht jetzt hier auf den Grill. Einfach völlig herzlos in die Mitte rein. Ich habe einen rechten Brenner an, links Brenner an. So fast volle Pulle. Dann haben wir so um die 180 Grad in dem Grill. Das ist die perfekte Grilltemperatur für so einen falschen Hasen. Und da bleibt er jetzt insgesamt die Garzeit so ungefähr 2,5 Stunden drin. Vielleicht noch 3, aber 2,5 sollten reichen. Man rechnet so bei so einem Hackbraten ungefähr eine Stunde pro Kilo, dreiviertel Stunde bis eine Stunde pro Kilo. Deshalb werden wir so mit 2,5 Stunden relativ gut auskommen. Die erste Stunde machen wir erstmal ja nicht, lassen die dann entspannt. Und dann gucken wir, wenn er so ein bisschen eine gewisse Bräunung hat, dass wir dann mit unserem Käse dazukommen. Aber wenn wir jetzt den Käse von Anfang an rüber machen, dann ist der Käse bei 180 Grad 2,5 Stunden drin. Da könnt ihr euch vorstellen, wie der nachher aussieht. Richtig, da ist nämlich der Braun, was wir bei den Sernemann haben als Spitze, schwarz an der Stelle und das wäre halt irgendwie blöd. Von daher ruhig Blut
und den Käse erst nachher aufmachen. Eine halbe Stunde ist um und jetzt guck mal ganz schnell drin, dass die Hitze nicht rausgeht aus dem Grill. Da siehst du, da ist Bewegung drin. Wir kriegen so ein bisschen Färbung außen. Hier fällt mir gut. Nach einer Stunde fangen wir schon mal an, hier schön den Käse drüber zu streuen. So, hier. Nicht großzügig verteilen. Ha, da hinten ist was zu großzügig rüber. Und das sieht sehr gut aus. Wir können schon mal eine Kerntemperatur abnehmen. Guck mal, wir haben hier schon knappe 50 Grad, ne, 45 Grad Kerntemperatur. Also wenn wir jetzt noch eine halbe, dreiviertel Stunde die ganze Sache hier lassen, dann sollten wir fertig sein. Was sollte Kerntemperatur denn sein? Na, Richtung 70 Grad ist in Ordnung, also 70 plus X. Und jetzt 68 ist auch in Ordnung. So, jetzt zeig mir mal den Hasen. Jetzt muss ich jetzt nicht ausziehen oder so, ne? Gut, okay. Da ist er. Guck mal, blubbern und brutzeln. Herrlich. Schöne Kruste, schön Käse. Ich nehme den runter und dann wird das Vieh geschlachtet. Ich setze mal einen Schnitt an mit meinem Messer. Dann schneide mal schön ein Stückchen ab. Und ziehe das mal raus. Da! Gucke, Ei getroffen, hervorragend. Und wenn wir hier aufdrücken, dann gucken, ob da noch Saft im Fleisch drin ist. Ja, sehr gut. Also ist nicht alles rausgelaufen, was natürlich nicht schlimm ist. Wenn du jetzt auch weiter drückst, dann ist kein Käse mehr drin. Das stimmt. Und ich stelle mir an der Seite mal ein Stück erstmal ab. So, und dann nimmt man hier ein Stück mit Eichen auch nochmal. Ja, wie super saftig der ist, ne? Also so ein Ei in der Mitte. Ach, guck mal, hier haben wir gleich zusammen. Herrlich. Oder nicht? Geil. Mega gut. Also, geil. Du hast jetzt diesen ganz eigenen Geschmack. Ja, doch sehr heiß, aber wie gesagt, einen eigenen Geschmack. Dadurch, dass diese Bratwurst drin ist, also wer auf Bratwurst nicht steht, bin so früher Bratwurst. Der sollte es sein lassen. Ich persönlich liebe das und habt ihr nicht zum letzten Mal gemacht. Also coole Nummer, um einfach mal so eine Feier oder so einen Sonntagnachmittag mit Freunden zu verbringen, ohne groß Stress zu haben. Und die verrückten Menschen, die schmeißen sofort auf den Smoker. Dann brauchst du ein bisschen länger. Temperatur dann bei 160 Grad. Machst du so 3 Stunden. Wird auch super perfekt. Aber heute haben wir unseren Gasgrill mal rangenommen, weil draußen ist das Wetter so scheußlich, dass ich keine Lust habe, mich an Smoker zu stellen. Ich denke, ihr seht mir das nach. Wenn ihr Freude hattet in diesem Video, freue ich mich noch mal um den ein oder anderen wohlwollenden Kommentar oder ein Abo. Von daher bis zum nächsten Mal. Klaus grillt. Feines Grill Barbecue. Macht's gut. Okay, geht jetzt mal an hier. Herrlich, oder? Da ist so viel Schönes bei. Mega.